Also, zur Stadtgeschichte von Breslau gibt es in Breslau einen Geschichtspfad. In dem Bürgersteig dieser Straße, auf diesem Pfad, sind 20 Bronzeplatten eingelegt, die kurz die Geschichte der Stadt Breslau wiedergeben wollen. Den ersten Stein findet man zur Stadtgründung, zur ursprünglichen Erwähnung der Stadt Breslau. Das war etwa im Jahre 1000, als Breslau Bistum wurde unter Otto dem Dritten und Borislaw dem Ersten. In der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts fiel die Siedlung, die damals noch kleine Siedlung, die sich hauptsächlich auf der Dominsel befand, aber schon 10.000 Einwohner hatte, unter böhmische Herrschaft unter den Fürsten Wratislaw, und der war ausschlaggebend für den Namen Wrocław, den polnischen Städtenamen für Breslau. Breslau unterliegt vielen politischen Veränderungen und wurde 1138 Hauptstadt des Teilfürstentums Schlesien. Im Jahre 1183 wurde das Herzogtum Breslau gegründet unter Wladislaw dem Vertriebenen, Borislaw dem Langen und Mirko dem Kurzen. Im Jahr 1138 wurde Breslau Hauptstadt des Teilfürstentums Schlesien. Im Jahre 1241 ergab sich der sogenannte Mongolensturm oder der mongolische Sturm. Dabei handelt es sich darum, dass zu diesem Zeitpunkt mongolische bzw. tatarische Truppen in Europa eingefallen sind und viele europäische und auch asiatische Städte zerstörten. Überall gab es Kriegshandlungen. Es gab im Jahr 1241 am 9.4. die Schlacht bei Legnitz. Da war das mongolische Heer den christlichen Truppen noch weit überlegen, aber trotzdem war das ein entscheidendes Datum, denn von da an zogen sich die mongolischen Truppen zurück aufgrund einer Klimakatastrophe. Nicht, weil sie militärisch unterlegen waren, sondern weil es klimatische Veränderungen gab, denen die Mongolen nicht standhalten konnten. Breslau war zu dem Zeitpunkt aber schwer geschädigt unter der Kriegslast. 1242 wurde die Stadt nach diesen Beschädigungen neu gegründet, nach Magdeburger Stadtrecht. Also 1242 erhielt Breslau das Stadtrecht, und das wies diese Stadt besonders im Hinblick auf das Marktrecht mit besonderen Privilegien aus. Kurz danach, 1244, begann man mit dem Dombau auf der Dominsel. Dieser Bau erfolgte nach gotischen architektonischen Plänen von 1244 bis 1341. In der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde die Stadt weiter ausgebaut und hatte schon Befestigungsanlagen in Form einer Stadtmauer und eines Burggrabens. 1261 erfolgte nochmal eine Neugründung der Stadt nach besonderen rechtlichen Merkmalen. Im Jahr 1335 kam das Fürstentum jetzt wieder unter böhmische Herrschaft, hatte in dieser Zeit besonders großen Aufschwung im wirtschaftlichen und im kulturellen Bereich. Gleichzeitig gab es aber auch in Böhmen die Hussitenkriege von 1419 bis 1434, unter der die Stadt wieder einen leichten Niedergang erlebte. Im Jahr 1526, nach dem Tod des letzten böhmischen Königs Ludwig II., fiel Breslau an die Habsburger Herrschaft. Und damit waren Bemühungen, Breslau zu einer selbstständigen polnischen Stadt bzw. ein selbstständiges polnisches Schlesien aufzubauen, beendet. Im 15. und 16. Jahrhundert wurden die Befestigungsanlagen der Stadt weiter ausgebaut. 1523 begann hier die Reformation. Zur Erinnerung, Luther lebte von 1483 bis 1546.
eine maßgebliche Predigt des Reformators und Theologen Johann Hess in der Magdalenenkirche in Breslau führte dazu, dass der größte Teil der Bevölkerung von Breslau, allen voran der Stadtrat von Breslau, dem neuen protestantischen Glauben beitraten. In den Jahren des Dreißigjährigen Krieges von 1615 bis 1645 verhielt sich die Stadt neutral und hatte keine großen Kriegsschäden. In die Zeit fiel aber auch nochmal eine große Pestepidemie, die die Stadt im Jahre 1633 heimsuchte. Dieser Pestepidemie fielen 18.000 Menschen zum Opfer. Im Jahre 1702 wurde der Stadt das Recht zu einer Universitätsgründung zugebilligt durch den österreichischen Kaiser Leopold I. Die Stadt hatte bereits einmal das Recht zu einer Universitätsgründung im 15. Jahrhundert. Es erwiesen sich aber große Schwierigkeiten dadurch, dass es einen Widerstand bei der Bevölkerung gab und dass es Kriegsverwicklungen gab. So kam es so früh nicht zu einer Universitätsgründung in Breslau, sondern Krakau hatte die erste Universität in dieser Gegend und die Universitätsgründung in Breslau wurde verschoben bis eben in dieses Jahr 1702. 1741 begannen die Schlesischen Kriege, denn Preußen erhob Anspruch auf die schlesischen Gebiete. Breslau bzw. Schlesien gehörte zu der Zeit zur Habsburger Herrschaft. Von 1740 bis 1763 gab es mehrere kriegerische Auseinandersetzungen zwischen Preußen und Habsburg, worunter auch die Stadt Breslau litt. In 1793 gab es die sogenannte Schneiderrevolution in Breslau. Die Bevölkerung wehrte sich gegen Ausbeutung und Unterdrückung, ähnlich wie die Französische Revolution in Paris. Die revolutionären Bestrebungen wurden aber 1793 in Breslau durch die Armee niedergeschlagen. Im Jahr 1806 kam Napoleon mit seinen Truppen in Breslau an. Die Stadt leistete Widerstand, musste aber im Jahr 1807 kapitulieren. Im Jahr 1842 wurde Breslau an das Eisenbahnnetz angeschlossen und konnte dadurch seine wirtschaftliche Vormachtstellung in dieser Region nochmal besonders ausbauen. Im Jahr 1913 wurde die Jahrhunderthalle durch den Architekten Max Berg errichtet. Diese Halle wurde im Jahr 2006 UNESCO-Weltkulturerbe. Sie wurde dadurch berühmt, dass sie eine Kuppel hatte, die über 60 Meter freitragend war. Das Vorbild dafür war das vorchristliche Pantheon in Rom. Im Jahr 1944 stand die Stadt noch unter deutscher Vorherrschaft am Ende des Krieges. Sie wurde zur Festung aufgerufen. Die Bevölkerung und alle in der Stadt arbeitenden Menschen wurden aufgerufen, Widerstand zu leisten bis zum letzten Mann. Die Stadt kapitulierte aber im Jahr 1945 vor der heranrückenden Roten Armee. Im Potsdamer Abkommen wurde Breslau und die größten Teile der Region Schlesien dem polnischen Gebiet zugesprochen. Im Jahr 1980 formierte sich die Solidarność-Bewegung, die sich gegen die sozialistische, kommunistische Vorherrschaft im Land Polen wehrte. 1997 war für Breslau ein besonderes Jahr, da der Papst Johannes Paul II. Die Stadt besuchte. Wenig später im gleichen Jahr erlebte Breslau das Jahrhunderthochwasser.
wodurch mehrere große Schäden in der Stadt entstanden sind. Im Jahr 2012 wurde Breslau Schauplatz der Europameisterschaften. 2016 wurde Breslau europäische Kulturhauptstadt. Und 2017 wurde Breslau noch einmal Austragungsort der Weltmeisterschaften im Sumo, im Karate und im Klettern. Das war alles zur Stadtgeschichte von Breslau. Ich finde, Breslau ist unbedingt eine Reise wert. Es gibt sehr, sehr viele Sehenswürdigkeiten und es gibt sehr viel zu berichten über die Geschichte, über die Natur, über den Zoologischen Garten, über die Universität, die verschiedenen Institute, die es hier gibt, über den Dom. Auf jeden Fall ist Breslau eine Reise wert. Ich bin froh, hier gewesen zu sein mit meinem lieben Mann.